Ich komme aus einer Familie im Sauerland, bin recht behütet aufgewachsen. Es gab keine größeren Zwischenfälle. Trotzdem habe ich mich eigentlich schon recht früh zu Gewalt und zu deren Ausübung hingezogen gefühlt. Ich war sehr lange in gewaltbereiten Jugendszenen unterwegs. Ich war in der gewaltbereiten Fußballszene. Ich habe mich selbst dabei beobachten können, wie ich langsam aber sicher verrohe und zu jemandem werde, der ich eigentlich nicht werden wollte. Ich bin mit 19 Jahren dann ins Gefängnis gekommen, weil ich mit einem Mittäter zusammen einen Obdachlosen getötet habe. Wir haben auf ihn eingestochen und eingeschlagen und getreten. Eigentlich so in dem Stil, wie man heute diese Berichte von irgendwelchen durchgedrehten Jugendlichen in U-Bahnhöfen kennt. Im Gefängnis hat sich meine Einstellung zum Leben, vor allem meine Einstellung zur Gewalt, aber hauptsächlich meine Einstellung zu dem, was ich gerne sein möchte, extrem geändert. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich was tun muss, dass ich aus dem Mist, den ich fabriziert und gebaut habe, was Positives machen muss. Und davon handelt mein Buch. Ich war in diesem Buch schonungslos und offen. Ich habe kein gutes Haar an mir gelassen und habe versucht, so ehrlich wie möglich zu sein, was mir nicht immer leicht gefallen ist. Dieses Buch wird Zurück aus der Hölle heißen, nicht weil das Gefängnis die Hölle sein sollte, sondern das, was ich mein Leben genannt habe, war eigentlich die Hölle. Und erst nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis und der zweiten Chance, habe ich versucht, mein Leben in eine andere Richtung zu bringen. Und das habe ich auch meiner Meinung nach ganz gut hinbekommen.